Hey, ist das ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Hier mit Donner und mit Viking. Eine außergewöhnliche Kombination, ich weiß. Außerdem einer männlichen Farbe, da natürlich hier im Vordergrund Saku zu dem Ra. Blüten zu sehen sind wunderschön. Übrigens, bevor ich das vergesse und als kleine Info für euch, falls es euch überhaupt interessiert, die Konvertierung der Container zu Schlüsseln. Ihr habt dafür noch einige Tage Zeit. Gar kein Thema. Chillt mal. Aber wenn das Ding hier durch ist und ihr habt eure Container noch nicht geöffnet, werden sie automatisch für euch geöffnet. Oder ihr wollt die vielleicht zu Schlüsseln konvertieren. Dann müsst ihr natürlich hier diesen fetten Button drücken. Dann wird das gemacht. Übrigens, das Ganze zu finden hier unten rechts bei den Ankündigungen, ne, die Konvertierung. So, und was auffällt, und das möchte ich hier einfach nur als Info für euch mitgeben, was auffällt, gucken wir uns einfach mal ganz kurz die Ultra-Container an, aber das Gleiche gilt für die anderen auch. Ich habe 74, kriege aber 8 Schlüssel. Das liegt einfach daran, dass zwar 10 Container einen Schlüssel ergeben, hier aber aufgerundet wird. Das heißt, wenn ich auch nur 71 hätte, würde ich trotzdem 8 bekommen. Wenn ich 79 hätte, würde ich trotzdem 8 bekommen. Das heißt, wenn ich also die Schlüssel sowieso haben wollen würde und ich hätte beispielsweise 79, bleiben wir mal bei der Zahl, dann könnte ich von diesen 79 8 öffnen vor dieser Konvertierung, hätte 71 und könnte die dann im Anschluss trotzdem konvertieren und würde 8 Schlüssel bekommen. Versteht ihr, was ich hinaus will? Ich hoffe. So, wunderbar. Und damit gehen wir rein in eine Schlacht. Let's go, capture the flag. Schauen wir mal, was passiert. Ich habe vorgestern ein bisschen mit Donner rumgespielt und ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Vakuummunition übrigens, die Variation, die ich habe, die verringert zwar den Schaden von Donner, aber erhöht den Flächenschaden von Donner. Und das merkt man auch. Es macht Spaß, mal grob gesagt, was die Variation macht. Ist nett. Kann man machen. Findet ihr die Variation auch gut, falls ihr sie habt? Lasst es mich gerne wissen. Oder eine andere Variation, die ihr vielleicht bevorzugt. Aber ich habe ja nach langer Zeit mal wieder Donner hier ausgepackt. Donner war für mich eigentlich gestorben, aber das mit der Meta, das hat mich einfach so ein bisschen überrascht. Und dann dachte ich mir, okay, also wenn Donner so beliebt ist, ja, für mich war die Waffe eher so totgesagt, aber totgesagte leben länger, ne? Wie man so schön sagt. Und das hat sich halt einfach so, ja, auch bewahrheitet. Und es hat Spaß gemacht, mit Donner rumzufahren. Das einzige Problem, ja, wenn wir das hier auch schon sehen, 4 Leute haben Schutz gegen Donner und ich krieg hier wieder schön auf die Schnauze, das fängt schon mal hier ganz gut an. Jedenfalls, das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen, bei manchen Schlachten mehr, bei anderen weniger. Die Anzahl der, habt ihr das gesehen? 2700? Ja, genau so. Das ist übrigens auch eine schöne Sache. Also das fand ich so, wenn ich da manchmal so den Schaden sehe, den ich da mit Donner raushaue, das ist herrlich. Aber auf der anderen Seite, wenn du da so Leute hast mit 50% Schutz oder so und du kommst dann da an, machst 400, ja, zum Beispiel jetzt hier, das ist natürlich jetzt nicht so cool. Aber wenn da halt so ein Crit mal rausgescheppert wird und du machst fast 3000, bei manchen habe ich auch sogar mehr rausgedonnert, Wortspiel, also übrigens meine Empfehlung Donner. Also ja, kein Wunder, dass es halt in der Meta so beliebt war. Es ist einfach geil. Es macht Spaß, damit rumzufahren und rumzuspielen. Das fand ich sehr schön. Viking habe ich einfach genommen, weil ich habe noch ein bisschen Juggernaut gespielt. Da hatte ich auch noch ein bisschen was zu tun. Und da dachte ich mir, ja komm, dann kann man den Juggernaut ja vielleicht mit Viking Donner ein bisschen eliminieren oder so. Habe aber auch davor mit Hunter weiterhin gespielt. Auch ein Untersatz, den ich ja sehr, sehr schön finde. Aber gut. Jedenfalls das dazu. Donner, mega, mega geil. Kann man machen. Kann man machen, wenn man Bock hat. Also, sagen wir es mal so. Ja, aber ich glaube, ihr könnt es auch schon sehen hier, ne? Ein paar Leute fahren hier natürlich mit Schutz rum. Die cruisen hier. Egal, wohin ich jetzt hier gucke, gefühlt. Ja, jeder kommt hier mit Schutz an. 5 Leute. Donner ist hier top, was die Anzahl der Schutzmodule dagegen angeht. Genau, und das muss man im Hinterkopf behalten. Also, das ist mir auch aufgefallen. Es gab kaum ein Spiel, in dem fast niemand mit Donnerschutz unterwegs war.
Ja, sagen wir es mal so. Also, das war hier eigentlich immer so, dass du hier damit rechnen musstest. Ja, also wenn ich Donner nehme, dann haben einfach gefühlt die Hälfte der Gegner Schutz gegen mich. Teilweise wenig und teilweise natürlich auch schon sehr viel, 40 aufwärts. Das macht sich schon bemerkbar, aber trotzdem war das alles ja sehr entspannt, sehr entspannt. Also hab da gute Platzierungen einfahren können und auch gut EP gemacht, Punkte gemacht. Also das konnte sich schon sehen lassen, das konnte sich schon sehen lassen. So, 360 ist jetzt natürlich nicht die Welt, die ich hier gemacht habe, aber ich fand die Variation, die ich jetzt hier drauf habe, die hat schon gebockt, die hat schon gebockt und der Schaden, der geht trotzdem klar. Also, ja, manchmal, ne, wie gesagt, ihr habt es ja auch gesehen, wenn da jetzt nur so 300-400 rausgeschmissen werden, okay, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt nicht unbedingt Donner-Style, aber du hast auf der anderen Seite auch manchmal wirklich diese richtig, richtig brutalen, ne, zum Beispiel hier gerade, diese richtig schönen, brutalen Treffer, die wirklich, die hauen alle draus, ja. Die hauen alle draus, die hauen alle vom Baum, was nicht bei drei auf dem, oh. Ja, ich kann einfach nur positiv, upsala, hier vermelden, Donner ist ein geiles Ding, boah. Ja, außer die werden hier die Kills gerade geklaut, das ist natürlich nicht so, aber trotzdem, es macht Spaß damit rumzufahren. Ist ein schöner Teil. Finde ich ein bisschen schade, dass ich das so außen vor gelassen habe, weil, ja, also, ja, für mich war Donner einfach so, ja, okay, da werden halt einfach viele Leute mit Donnerschutz rumfahren und deswegen lohnt sich das nicht, aber ich musste mich hier eines Besseren belehren lassen, ja, das sage ich nicht oft, aber es ist so. Es hat sich gezeigt, trotz alledem, es ist einfach eine Waffe, die sehr brauchbar ist. Wirklich, sehr, sehr brauchbar. Also, kann man machen. Deswegen, es hatte schon seinen Grund, warum es so in der Meta rockte. Ne? Freut euch darauf nächsten Monat, oder beziehungsweise diesen Monat, ja. So wird ein Schuh draus. Diesen Monat wird es ja dann auch ein Update dazu geben. Ne? Was jetzt halt. Was heißt jetzt? Also ja, schon jetzt, so im Oktober dann, ne? Ich muss mal schauen, wann, Mitte, Ende Oktober, gucken wir mal, was sich dann so lohnt, das dann anzusprechen, aber oh! Ne, ich meine, also, guckt euch das mal an, ne? Aus dieser Entfernung, ja? Aus dieser Entfernung, ich habe da gegen die Mauer geschossen, 1200 hat der Arme abbekommen. 1200, obwohl er Schutz hatte. Also das macht schon Spaß. Es liegt natürlich auch so ein bisschen an dieser Variation, gar keine Frage. Die sorgt auch dafür, dass hier gescheppert wird ohne Ende. Aber ist mir egal, Mann. Es scheppert und es scheppert und es scheppert und es scheppert einfach. Und da können sie machen, was sie wollen. Wenn ich sage, es scheppert, ja, dann scheppert's auch. Ich glaube, er hat gerade seinen Overdrive aktiviert. Kann das sein? Ja, glücklicherweise. Oh, warte mal. Jungs! Help! So, ich will mal eine Flagge erobert haben. Ne? Schon lange hier keine Flagge mehr erobert. Also, jetzt habe ich eigentlich ein paar Standing Ovations erwartet, aber na gut. Okay, dann klatsche ich halt selber in die Hand. So, das war doch mal eine gute Runde, oder? Jetzt kriege ich alles zurück, ne? Jetzt kriege ich alles zurück. Nach so einem gelungenen Start. Oh, das Matchmaking, das wird sich rächen. Das wird sich rächen, das sage ich euch. Das wird sich gleich richtig rächen. Schauen wir mal, wie es gleich aussieht. Habe ich jetzt hier eigentlich noch irgendwas zum Abgeben gehabt? Ja, die Trophäen, also, ja. Was soll ich denn dazu sagen? Wie viele Jahrzehnte soll ich denn dafür spielen? Gut, lass mal einfach. Aber immerhin, ich werde irgendwann die Ultra-Container öffnen, gar keine Frage. Ich habe ja hier noch eine Aufgabe, die im Adventskalender gibt es nochmal 5 Ultra-Container obendrauf und auf die würde ich jetzt nochmal kurz warten und dann würde ich alle, die ich habe, öffnen und ja, schauen wir mal. Gut, aber das war doch schon mal eine echt gute Runde. Was machen wir denn jetzt? Machen wir Belagerung. Ja, komm, spielen wir Belagerung, gucken wir mal, wie es da aussieht. Es lief jetzt etwas besser als erwartet, hätte ich nicht gedacht. Ich habe das Gefühl, gleich das Pendel schlägt immer auch in die andere Richtung aus. Ja, mal gucken.
Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich könnte natürlich auch jetzt aufhören. Reichen euch 10 Minuten Videomaterial? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich bin gespannt. Ich werde mein Bestes geben, auch wenn ich befürchte, dass ich gleich sonst wo hier reingeschmissen werde. Hauptsache kein Sieg für mich an dieser Stelle. Mal schauen. Ja, aber ich muss wirklich zugeben, es hat Spaß gemacht, mit Donner zu spielen. Richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, ob sich irgendwas ändern wird im Verlauf dieses Monats, im Gegensatz zum September-Monat dann. Was da so das beliebteste ist oder halt eine der beliebtesten Untersetzwaffen. Und mal gucken. Es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hier jetzt einen Monat lang damit rumspielen werde, aber ich dachte mir, Donner hatten wir schon lange nicht mehr. Können wir ja hier an dieser Stelle auch einfach mal machen. So, solange hier eine Schlacht noch gesucht werden muss, können wir uns ja mal angucken. Was habe ich denn hier eigentlich noch? Adrenalin? Ja, ist halt eine Variation, die kennt man. Gusseiserne Munition, was ist das? Reduzierte Geschwindigkeit und Reichweite verursachen. Ah ja, okay, mehr Schaden. Das ist halt noch etwas, was mich halt in TO hier wirklich, wirklich stört, was diese Variation angeht. Du kannst die hier im Spiel, und das, ich verstehe nicht, warum man das so macht. Gib doch hier einfach die Stats aus, die verändert werden und zu welchem Teil. Es bringt mir nichts zu wissen, oh, mehr Schaden, aber wie viel? 20%, 30, 50? Was die Reichweite? 10 Meter weniger, 20 Meter weniger, 50 Meter weniger? So, haut das doch einfach raus. Es ist schön, dass ihr da diesen Beschreibungstext habt, wunderbar. Aber haut doch die Stats einfach da rein. Es kann doch nicht sein, dass man halt ins Wiki gehen muss, wenn man wirklich erfahren möchte, was ist denn jetzt der Unterschied? Ja? Also, wie wird das jetzt festgemacht? Was sind die harten Fakten? Es ist schade, dass man dafür einfach aus dem Spiel so gesehen rausgehen muss, um das halt zu erfahren. Und das finde ich, das ist einfach so, das muss nicht sein. Einfach direkt sagen, so sieht's aus, weil es bringt mir nichts, halt irgendwie hier im Match, ja, wenn ich da bin, dann nochmal das Wiki aufzumachen und zu schauen, ah, okay, lohnt sich das jetzt, wenn ich die Variation wechsle? Und aus dem Kopf weiß ich nicht. Ja, ich weiß halt zum Beispiel Adrenalin, ja? Wenn da nichts geändert wurde, dann reden wir halt von 30% mehr Schaden. Okay, ja, sowas kann ich mir noch merken. Aber was die anderen Variationen angeht, vor allem alle, ja, also, was bin ich denn? Wie sehe ich denn aus? Gut, okay, ich will mich jetzt aber nicht aufregen. Nein, wir haben hier Spaß. Und wir haben auch natürlich einen Punkt zu erobern. Das ist auch ganz wichtig. Punkte, Punkte, Punkte. Und vor allem Gegner. Ach. Ich hätte den so gerne getroffen. Gut, aber jetzt. Jetzt wird gescheppert. So, zack. Ja, ja. Oh mein Gott. Das war ein bisschen zu viel Schaden. Jungs, wo seid ihr denn eigentlich? Ah, ich hab's ja gesagt. Das Matchmaking wird mich jetzt bestrafen. Das Matchmaking wird jetzt alles hier auf mich werfen, was es zu bieten hat. Einfach alles. Nicht wahr, Kollege? Immerhin, der letzte Schuss, der hat ihm nochmal 1000 gegeben. Aber auch hier wieder 5 Leute mit Schutz, ne? Das ist halt, ja, also was soll ich sagen? Also darauf muss man sich, wenn man halt, alles klar, wenn man halt mit Donner spielen möchte, das ist etwas, auf was man sich einstellen muss. Die Anzahl der Gegner, die eben Schutz haben, ist wirklich krass. Genau, und natürlich, wie das Matchmaking halt eben so ist, wurde ich hier auch, so, wirklich, du kannst die Uhr danach stellen, so, ne? Seien wir mal, ich bin doch blöd! Seien wir mal ehrlich, du... Es war doch absehbar, wie das hier laufen wird, oder? Es war so, das muss mir doch keiner erzählen. Das war doch von vornherein klar, wie das Match hier ablaufen wird. 2700. Ja. Keine Ahnung. Ist da eigentlich jemand gewesen? Nee. Aber da ist einer. Da ist auch einer. Blöd. Ja, sorry. Das war jetzt mein Fehler.
Ich wusste nicht, wohin ich jetzt hier unbedingt schieße. Ich dachte, ich erwische ihn mehr als mich, aber naja, scheinbar habe ich mich mehr erwischt als ihn. Tja, gut. Also direkte Treffer lohnen sich trotzdem bei dieser Variation, aber was sich auch lohnt, indirekte Treffer, ne, die erhöhen den Schaden auch nochmal richtig schön. Und, jo. Okay. Also wir werden hier komplett überrannt. Ja, ich hätte nach 10 Minuten eigentlich aufhören sollen. Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Und was das TO-Matchmaking angeht, ist das definitiv etwas, was man wirklich berücksichtigen sollte. Immer aufhören, wenn es am schönsten ist, weil ansonsten wirst du hier komplett überrannt. Aber okay, ich mache das jetzt hier durch. Ich hoffe, das neutralisiert dann meinen Matchmaking-Score. So, dass ich dann vielleicht in irgendeiner Schlacht lande, die nicht komplett verloren ist. Wie zum Beispiel die hier. Weil, seien wir mal ehrlich. Das Ding ist verloren. Das ist verloren. Und ich bin einfach zu blöd zum Treffen. Davon mal abgesehen. Herrlich. Herrlich. Wirklich herrlich. Also guckt euch mal an, ne? Auch die Score-Verteilung, die Gear-Score-Verteilung hier, die ist natürlich auch wieder on point. Wenn ich so in das gegnerische Team schaue, also das Matchmaking, das, ja, ich hab's ja gesagt, ich hab's doch gesagt, es wollte mich bestrafen. Es wollte mich bestrafen für meinen sündhaft guten Sieg, ja? Wollte mich jetzt einfach mal komplett in die Mangel nehmen. Also richtig. Es wollte einfach mal zeigen, so, nee. Kollege, so aber nicht. Das kann ja nicht angehen, dass du hier am Gewinnen bist. Ich bitte dich darum. Bitte, höre auf. Ja? Du musst verlieren. Du musst verlieren lernen. Ja, gut, immerhin, jetzt sind noch mal ein paar Kills gemacht. Das ist schön und gut. Das bringt mir wenigstens auch noch mal ein paar EP und Punkte. So. Sehr schön. Aber gut, okay, das Ding ist verloren. Ich mache das aber, wie gesagt, trotzdem jetzt hier durch. Lohnt sich ja jetzt nicht, hier aufzuhören. Ich hatte noch eine Aufgabe gehabt. Gestern, vorgestern, weiß ich gerade gar nicht mehr. Jedenfalls muss ich noch ein Match gewinnen. Ich dachte mir, naja, nichts leichter als das, ne? Nichts leichter als das, natürlich. Natürlich, ich werde gewinnen. Ganz klar, ganz klar. Also, kannst du mir erzählen, was du willst. Aber das werde ich machen. Ich glaube, es hat 3 Schlachten oder sogar mehr gedauert. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. 3 oder mehr Schlachten hat es gedauert, bis ich dann auch wirklich mal gewonnen habe, ja. Das mal dazu. Gewinnen in TO ist einfach ein, ja, du, da weiß ich nicht. Kann man nicht unbedingt mit Lotto vergleichen, aber ist auch nicht das Einfachste der Welt. Sagen wir es mal so. Nicht das Einfachste der Welt. Unfassbar. Wir haben es irgendwie hinbekommen, einen Punkt zu erobern. Nicht schlecht, aber gut, okay, jetzt ist aber komplett Feierabend. Jetzt ist Feierabend. Das war's. Danke fürs Zusehen. Das wird jetzt hier einmal nochmal, jetzt werden wir komplett auseinandergenommen hier. So, ich könnte natürlich auch auf den einen oder anderen Punkt gehen. Aber ich kann diese Variation, die ich habe, die Vakuum-Munition, die kann ich wirklich empfehlen. Also, der Schaden lohnt sich. Ich habe mal geschaut, also der mittlere Flächenschaden sollte 250%, glaube ich, waren das betragen. Der normale liegt bei 50. Also, laut Wiki. Oh. Nur mal so als Info, ne? Alles klar, gut. Seine Bambusleitung ist komplett am Eskalieren. Also, jetzt will das Matchmaking-System es aber komplett wissen, ne? Also, jetzt kriegen wir auch noch hier Leute ab, die, ja, Probleme mit Bambus gerade haben. Na gut. Ich habe mich auf alles eingestellt. So, ich könnte natürlich auch meine Schutzmodule einfach an der Meta hier orientieren. Das ist natürlich auch eine gute Taktik, ne? Also halt einfach das zu nehmen, was momentan am beliebtesten ist und sich dann dagegen zu schützen. Ah komm, das muss doch nicht sein. Hier jetzt nochmal irgendwie das Ding da raufholzen, rauffeuern. Also, es wären einige Kills geworden, ne? Das wären jetzt nochmal schöne Kills geworden, aber okay. Gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Und mir fehlen noch 10 Punkte. Ja, geil.
Das ist ja wirklich, das ist ja mal hier wieder top. 10 Punkte fehlen mir. Ist ja, ja, Matchmaking, wie es sein sollte. Also, das war natürlich jetzt hier eine wirklich schmackhafte Kiste. Echt geil. Echt geil. Diese Gearscore-Verteilung, guckt euch das mal an. Wie viele hier mit komplett ausgebauten je Team sind. 3 gegen 6. Kannst du dir nicht ausdenken. Und die Score-Verteilung, was die 9000er angeht, ja, wir haben 2 Gegner, die unter 9000 sind. Und bei uns sehe ich auf den ersten Blick hier 4. Matchmaking, wie es sein sollte. Matchmaking, wie es sein sollte. Unglaublich, unglaublich. Aber gut, ich muss ja hier irgendwie noch 10 Punkte machen. Ich würde dafür einfach ganz kurz reingehen und dann ist das Ding auch durch. Schauen wir mal, ob das Matchmaking-System jetzt hier wieder sagt, na. Also dieser Sieg, ja, der muss jetzt eigentlich für 10 Niederlagen reichen. So, deswegen, ich mache hier nur noch 10 Punkte und dann gehe ich raus. Ah, jetzt werde ich aber hier in irgendwas reingeworfen. Matchmaking, wie es sein sollte. Ne? Jetzt wird einfach mal, komm, geh einfach in die, weiß ich nicht, was ist denn das hier? Resteverwertung? 3700, 5000? Was ist denn das? Was ist denn das hier schon wieder? Meine Güte. Uiuiuiui. Oh, na. So, lasst mir doch wenigstens hier Kills übrig. Lasst mir doch Kills übrig, Jungs. Ja, schade. Der wird mich, denke ich mal, bekommen. Ja. Bleib ruhig. Mach einfach nochmal ganz kurz hier dein Müll und dann hat sich die Sache erledigt. So, kriege ich meinen Overdrive? Und dann schepper ich alles rein, was ich habe. Am besten gegnerische Basis oder so. Gucken wir mal. Wo sind denn die Gegner alle hin? Hallo? Danke. Ups. Egal. Was soll's. Ich habe es erreicht. So, gehen wir raus. Da Mission abgeben hier. Zack, zack, zack. Wunderbar. Ihr habt den Rest nicht gesehen. Nice. Sehr, sehr schöne Ding. Overdrives benutzen. Perfekt. Ja. Herrlich. So viel dazu. Das können wir, denke ich, mal einfach mal so stehen lassen. Und die Zeit sagt ja auch schon über 20 Minuten. Ja, und damit hoffe ich mal, dass es euch irgendwie gefallen hat. Ne? Und in dem Sinne, macht das Gute auch besser. Rinjaun ist ja klar. Donner ist eine Waffe, die kann sich lohnen. Und damit haut rein.